Alles klar? Ja, wunderbar. Frau Kollegin Paul, dann haben Sie jetzt auch das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Und das verbindet uns hier ja alle. Gewalt im Kontext von Fußballspielen ist absolut inakzeptabel und die Täter müssen strafrechtliche Konsequenzen ihres Handelns auch zu spüren bekommen. Das steht vollkommen außer Frage und da sind wir uns alle hier im Hause einig. Und damit sind wir uns auch beim allerwichtigsten Punkt, nämlich der Ablehnung von Gewalt im Kontext von Fußballspielen, einig. Aber dabei bleibt es dann leider auch. Denn unbestreitbar Schadensszenen, das haben ja jetzt auch alle Vorredner gesagt, wie vor Beginn des Spiels BVB gegen RB Leipzig, unserer Fan- und Fußballkultur. Und trotzdem gilt es doch noch einmal deutlich herauszustellen, dass es eine sehr kleine Minderheit von Fans ist, die die Bühne des Fußballs hier für gewalttätige Ausschreitungen nutzt. Und auch die Fans haben ja ein deutliches Zeichen gesetzt ihrer Ablehnung solcher gewalttätigen Handlungen. Es hat auch die Faninitiative von Borussia Dortmund noch einmal sehr klar gemacht, dass ja, man kann gegen das Konstrukt RB Leipzig sein. Das rechtfertigt in keinster Weise gewalttätige Ausschreitungen. Und es war richtig, dass die Fans dieses Zeichen gesetzt haben. Aber allein der Titel Ihrer Beantragung der Aktuellen Stunde, eskalierende Fangewalt, sagt doch weit mehr über die völlig überdrehte Debatte, und das hat sich hier noch mal gezeigt, aus, und die, die Sie betreiben und zu ihren Gunsten zu nutzen suchen, als über die Sachkenntnis, über die tatsächliche Situation in den Stadien von Nordrhein-Westfalen. Denn ein Blick in die Statistik hilft hier doch auch einfach mal. Ausweislich des Berichts der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze, kurz CIS, fanden in der Saison 2015-2016 in Nordrhein-Westfalen 605 Spiele statt. 6,3 Millionen Menschen sind hingegangen zu diesen Spielen, haben diese Spiele verfolgt. 277 Personen wurden dabei verletzt. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 305 Personen, die noch in der Vorsaison verletzt worden sind. 2317 Strafverfahren sind eingeleitet worden. Im Vorjahr waren es 2721. Und auch die Arbeitsbelastung der Polizistinnen und Polizisten hat sich reduziert von 555.000 Stunden auf 503.000 Stunden. Und das macht doch noch einmal sehr deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU, Ihre skandalisierenden Beiträge, die Sie hier auch noch einmal vorgetragen, halten doch einer statistischen Überprüfung nicht stand. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es steht doch außer Frage, dass Gewalttäter, die die Bühne des Fußballs missbrauchen, um hier gewalttätig gegenüber Fans zu werden, gegenüber Funktionären, gegenüber Polizei, dass die eine Herausforderung sind, der wir nach wie vor begegnen müssen. Das steht doch vollkommen außer Frage. Und natürlich sind auch 277 Verletzte immer noch 277 zu viel. Aber bei über 600 Spielen mit über 6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wollen wir doch auch mal ganz klar festhalten, in NRW ist es nach wie vor sicher, ins Stadion zu gehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie von der CDU kritisieren ja einmal mehr die Einsatzkonzeption, lageangepasste Reduzierung der polizeilichen Präsenz bei Fußballspielen. Und Sie verweisen dabei auf die Kritik der Gewerkschaft der Polizei. Zu Beginn der Pilotphase allerdings äußerte sich auch Erich Rettinghaus, NRW-Landesvorsitzender der DPOLG, und zwar wie folgt. Das ist mutig und zukunftsweisend. Wir lassen keinen Zweifel daran, dass die Polizei einschreitet, wenn Straftaten passieren, aber die kräftezehrende Rundumbetreuung wird es nicht mehr geben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, damit ist doch auch der Kern Ihrer Frage. Wie will die Landesregierung Fans, Mannschaften und Einsatzkräfte bei Fußballspielen in Zukunft besser schützen, beantwortet? Das Rundum-Sorglos-Paket der Polizei kann es nicht geben, sondern es bedarf eines Netzwerkes und es bedarf der Verantwortung aller Beteiligten, um die Sicherheit bei Fußballspielen zu gewährleisten. Und das ist Kern des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit. Das ist Kern der Beratungen im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit. Und Herr Siebicke, Sie schütteln den Kopf, aber vielleicht gehen Sie doch mal hin zu denjenigen, die in den örtlichen Ausschüssen Sport und Sicherheit die wichtige Netzwerkarbeit betreiben und unterhalten sich mal damit über die. Denn es geht darum, dass auch die Vereine ihre Verantwortung übernehmen. Und da ist schon durchaus einiges Positives passiert. Allerdings sehe ich da durchaus bei der Frage der Qualifizierung von Ordnerinnen und Ordnern durchaus Luft nach oben. Und das ist ein wichtiger Teil, denn ob Sie es hören wollen oder nicht, für die Sicherheit innerhalb der Stadien ist nun mal der Verein zuständig. Und die NRW-Initiative hebt ja auch ab auf die Eigenverantwortung der Fanszene. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Es geht doch auch um Dialog, es geht doch auch darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und vor allem auch im Gespräch zu bleiben. Denn
Es gibt einen harten Kern, und das hat Kollege Körfges ja auch schon gesagt, die werden wir wohl nicht erreichen können. Aber was wir versuchen müssen und was uns auch in vielerlei Hinsicht gelingt, ist, diejenigen zu bekommen, die quasi potenzielle Sympathisantinnen und Sympathisanten sind, Mitläufer oder sozusagen Gelegenheitsrandalierer. Und dafür haben wir 15 landesweit geförderte Fanprojekte und eine LAG der Fanprojekte in NRW, die genau das tun. Sie nehmen auch die Belange von Fans ernst, sie stärken den Dialog zwischen allen Netzwerkbeteiligten, und das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Kern, wenn es auch darum geht, präventiv zu arbeiten, wenn es darum geht, Gewalt zu verhindern. Und zu diesem Netzwerk gehört selbstverständlich auch als zentraler Anker die Polizei. Und die macht ihren Job, denn sie führen ja auch noch aus in ihrer Beantragung der Aktuellen Stunde, dass die Polizei Dortmund-Fans quasi hopp genommen hat auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Darmstadt. Und sie haben dort pyrotechnische Gegenstände beschlagnahmt und andere waffenartige Dinge. Und wollen Sie jetzt ernsthaft doch dem Innenminister zum Vorwurf machen, dass die Polizei im Vorfeld von Spielen Gewalttäter aus dem Verkehr zieht? Das ist doch absurd nachgerade. Und selbstverständlich hat die Landesregierung, also ich meine, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, was in diesem Brief von RB Leipzig eigentlich stand. Und in diesem Brief stand, dass vor allem der Mannschaftsbus der Mannschaft als Symbol für dieses Vereinskonstrukt, was von vielen Fans abgelehnt wird, im Fokus stand. Das hat uns der Verein bei einem Besuch des Sportausschusses auf dem Trainingsgelände auch noch mal ganz klar so gesagt, dass es vor allem eben dieses Symbol des Vereins ist, was im Fokus steht. Dieses Symbol, und das war in Absprache mit den Verantwortlichen, auch von RB Leipzig, ist in besonderer Weise geschützt worden. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als, ja, die Anforderungen von RB Leipzig an den Innenminister und an die Polizei von Nordrhein-Westfalen sind erfüllt worden. Skandalisierungspotenzial eher minimal. Aktuelle Stunde an der Stelle vielleicht durchaus ein wenig ins Leere gelaufen. Und natürlich muss man schauen, ob es aufgrund dieser Ereignisse noch mal eine Risikoanpassung braucht. Heißt es, schütze ich den Bus, muss ich auf der anderen Seite mit eruptiven Dingen rechnen, die vorher so nicht gewesen sind in der Art und Weise. Und ich habe es vorhin Ihnen schon mal kurz sozusagen rübergerufen. Die Glaskugel gehört zum Glück nicht zur polizeilichen Einsatzplanung, auch nicht zur Lageeinschätzung. Vielen Dank. Ja.